Hallo und herzlich willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Und ich bin mal gerade diesen geheimen Weg gegangen, den wir ja schon mal gesehen hatten. Ich glaube aber nur, dass der hier wirklich nichts bringt, sondern einfach nur, ja, zu dieser Rutsche führt. Wir sind von da oben irgendwie runtergesprungen. Ich wollte diesen Weg aber mal kurz abchecken, damit wir Sicherheit haben, dass da nichts mehr ist. Finde ich sehr gut. So. Jetzt können wir auch wirklich hier aus diesem Grab raus. So. Zurück zu Jonah. Jonah. Oh, jetzt müssen wir diesen komischen Weg wieder gehen, ne? Oh ja. Das ist so crazy einfach, wo man hier durchkraucheln muss, ey. Boah, Alter, ey. Oh, moin, Jonah. Habe ich einen Fähigkeitspunkt eigentlich erhalten? Einen zweiten? Haben wir. Sicht der Eule. Ja, bitte. Sehr gut. Das finde ich sehr gut. Jetzt können wir nämlich so. Das heißt, die Dinger bleiben länger sichtbar. Ja, das finde ich schon gut, cool, wie lange die sichtbar bleiben. Das finde ich sehr, sehr gut. Dieses Geräusch finde ich nicht so gut. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Da oben ist noch Holz, aber das können wir... Weißt du was, ich glaube, ich mache mal an dem Lager, einfach weil wir es können, ein Upgrade von diesem Recurve-Bogen. Und zwar erhöhe ich mal den Schaden einfach. So. Wir können auch schon das nächste eigentlich machen. Für noch mehr Damage. Mehr Feuerrate. Zielgeschwindigkeit, Haltezeit. Einfach, dass wir ein paar Ressourcen mal verbrauchen. Komm, gönn. Gönn alles. Full Upgrade auf diesen Bogen. Waffen-Upgrade Stufe 4 brauchen wir dafür. Ah ja. So, das heißt, wir haben aktuell diesen. Der macht mehr Damage und höhere Zielgeschwindigkeit. Tja, eigentlich können wir den jetzt dann ausrüsten, ne? Weil der ist stärker als alle anderen. Ja, Feuerrate. Silberner Schlag war aber auch trotzdem geil, wegen dieser... Können Rüstung durchschlagen oder durch ungepanzerte Ziele hindurchgehen. Aber den kann man halt nicht upgraden, ne? Den kann man auch nur zweimal upgraden auf Damage. Feuerrate, okay, aber Feuerrate interessiert mich halt überhaupt nicht. Mich interessiert eigentlich nur der... der letzte Bogen. Aber den kann man halt, wie gesagt, nicht upgraden. Mehr Schaden bei gerüsteten Gegnern. Die kann man auch nur zweimal Schaden erhöhen. Feuerrad, okay. Also wie gesagt, ich nutze aktuell mal den, weil der mehr Damage macht. Der ist jetzt auf Maximum, deswegen probieren wir das nochmal mit dem normalen Bogen. Und jetzt können wir nämlich auch wieder Ressourcen sammeln. Das war mir halt wichtig. Das kommt trotzdem nicht. Also nicht alles, aber. Ich glaube, da kommen wir raus. Ja. Ah, dann müssen wir wieder zu zweit. Jonah, hilf mir mal. Und 3, 2, 1. Komm schon!
Hi. Zweimal ins Herz. Instant down. Errungenschaft freigeschaltet. Überlebensinstinkte. Ja, bin alles ich. Alles in Ordnung? Los, hilf mir. Also das mit den Herzen ist doch schon ziemlich, ziemlich geil. Dein Rücken sieht übel aus. Ich baue für uns ein Lager auf. Sie nimmt ihn aus? Ernsthaft? Sie will jetzt den Jaguar mampfen? Oh moin. Hast du jetzt durch das Fell gegönnt? Lass mich mal sehen. Das sieht übel aus. Oh. Weißt du, nach allem, was wir in letzter Zeit durchmachen mussten, musste ich viel an meinen Bruder denken. Ich habe immer versucht, ihn zu beschützen. Vor meinem Vater. Vor sich selbst. Aber ich habe ihn verloren. Du hast alles getan, was du konntest. Wäre ich damals, als er mich gebraucht hat, am richtigen Ort gewesen, dann wäre er immer noch hier. Wenn ich nur Augen im Hinterkopf hätte. Du kannst aber nicht jeden beschützen. Danke. Gern. Er fehlt mir. Ich weiß. Wie meine Eltern. Sie fehlen mir auch sehr. Ich hatte vor kurzem einen Traum von meiner Mutter. Ach ja? Es fühlte sich so realistisch an. Als ich klein war, hat mein Vater vieles von mir verborgen. Oder versteckt. Besonders wenn es um sie ging. Warum hat er das gemacht? Nach ihrem Tod dachte er, das würde mir Schmerz bereiten. Natürlich hat es mich nicht davon abgehalten, danach zu suchen. Trotzdem habe ich noch so viele Fragen. Dein Dad hat Geheimnisse gelüftet und geschaffen. Dominguez sagte, er würde die Schatulle von Ixchel dazu benutzen, um die Welt neu zu erschaffen. Wenn du so viel Macht hättest, was würdest du tun? Wahrscheinlich Panik kriegen. Würdest du nicht in die Vergangenheit gehen wollen, um wieder bei deinem Bruder zu sein? Und dafür alles andere verlieren? Niemals. Ich liebe diese Welt, sie ist nicht perfekt. Aber alles, was mir jetzt wichtig ist, ist da.
Jonah immer mit den schönen, weisen Worten. Sehr cool. Jonah erinnert mich immer so ein bisschen an Kolob. Um den Schatz zu finden, muss die Entdeckerin Lara Croft den König überlisten, das verbotene Grab erreichen und das Geheimnis der Weißen Königin lüften. Sie wird viele Prüfungen bestehen müssen. Lara, machst du deine Mathe-Hausaufgaben? Die Entdeckerin darf keinesfalls weiter zögern. Mach ich gleich, Dad! Croft Manor. Die hohen Mauern der Burg locken höhnisch. Wow, was? Wir können sie als Little Girl spielen? Bestien kreuzen den Weg unserer Heldin. Ob sie blutrünstig sind? Das sieht wie eine Figur aus dem Spiel aus, das Mom und Dad immer gespielt haben. Aber was hat sie hier draußen auf dem Spielplatz verloren? In den Sockel ist ein A eingeritzt. Es steht für Emilia. Ich vermisse dich, Mama. Jo, sie kann direkt schon jumpen. Alles klar. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Tödliche Präzision. Meistens. Unsere Heldin kann auf 100 Schritt eine Fliege treffen. Okay. Hast du einen Überlebensinstinkt? Ja, moin, direkt jetzt schon einen Überlebensinstinkt. Was für ein geiles Schloss die hatten, ne? Die Weiße Königin. Eingesperrt, aber nicht vergessen. Wurfobjekte. Okay, Wurfobjekte. Ha, jedes Ziel mit einem Ball treffen. Was die für ein geiles Areal hier haben, ne? Das ist ja unfassbar geil, einfach nur. Das geht nicht, ne? Ah, doch, jetzt geht's wohl. Okay, noch ein Ziel. Aber wo ist das? Da. Bullseye! Moin, geil! Wo sind wir denn hier? Es gibt keine Karte. Dann sollten wir auf jeden Fall uns super gut umschauen. Damit wir absolut nichts verpassen. Ich höre hier einen Fluss. Ich schmeiß die Kugel mal irgendwie so dahin. Damit wir die auch leicht finden. Oh, tapferer Ritter, Opfer des Königsfluchs. Verdammt zur Wache, haltet die andere vom verbotenen Grab fern. Okay. Das verbotene Grab. Mathe-Hausaufgaben, als ob, ne? Also, wenn du so einen geilen Alter, guck mal, was du hier hast. Du hast einen geilen Pavillon, du hast einen fetten Baum mit Bogenschießdingsbums, einen Picknickplatz, dann noch so einen kleinen Unterstand hier, da hinten eine Hängematte, da hinten noch so einen geilen Tower. Guck, wie riesig das ist. Und dann hast du hier noch diesen ultimativ geilen Spielplatz einfach nur. Hallo? Wer will denn da Mathe-Hausaufgaben machen? Anscheinend ist dort oben in dem Krähennest etwas. Cool. Alter, wie riesig ist dieses Croft Manor bitte? Ich habe das Ding bisher nur ein einziges Mal gesehen. Und das war... Das hat nicht gereicht. Mhm. Ja, ich frage mich, was ich hier machen muss. Hier ist ein Seil.
Ach so, ich muss das da hochschmeißen. Geschicklichkeit. Unsere Heldin muss treffen, damit der Korb sich absenkt. Okay, das heißt, ich muss den anderen Ball noch holen. Lara klettert über einen See aus blubbernder Lava. Jo. So. Da hinten ist der Ball. Ich hoffe, das ist der. Also, das reicht dann. Dieser eine. Wie geil, das ist voll dieses Labyrinth hier einfach. So. Die Musik ist auch voll geil. Da, 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 da. Der Schatz tritt zutage. Cool. Ich glaube, das war auf der El-Memsha-Promenade. Ich habe das meiste vergessen, aber ich erinnere mich noch genau an den Geruch der Gewürze auf dem Bazar. Mom sieht so glücklich aus. Genau wie Dad. Die weiße Königin. Versuch, um versteckte Informationen zu erhalten. Ja. Was soll ich jetzt da machen? Hä? Ja, was chingst du denn? Ich hab das Bild vor mir. Was soll ich denn machen? Ja, ching, 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 chinkalinking. Was soll ich denn machen? Hä? Ja, fuck you, Alter. Ganz ehrlich, ey, ich drehe das Bild bis zum geht nicht mehr und da passiert einfach nichts. Der Boden gibt nach. Lara stürzt in die Dunkelheit. Naja. Ah, ja, ich gehe mal in die Dunkelheit hier. Obwohl, warte. Was ist hier? Hier ist so ein geiler Haken. Kann ich mich da dran hangeln? Nö. Oh, hier ist so ein geiles Bild. Die Ausgrabung wird bald die Geheimnisse der Städte preisgeben. Die Musik ist auch voll lustig. Hat sie jetzt eigentlich auch die geilen Fähigkeiten, die ich schon hatte? Oder? Erstaunlich. Croft steht in einer Grabkammer, die jahrtausende lang unberührt war. Voll der geile Tunnel auch hier. Also Verstecken spielen. Frische Gräber. Der König mag keine Eindringlinge. Ja, genau. Die Frage übrigens, warum Lara Mathe-Hausaufgaben machen muss, ne, nur mal, dass jeder versteht, die hat einen Privatlehrer. Die Burgtore sind gut bewacht. Unsere Heldin kann nicht den Haupteingang nehmen. Mhm. Ach, ist so viel. Was hat Dad gesagt? Die ersten Nelken sprossen da, wo die Jungfrau Maria weinte? Kann ich ins Wasser? Schade. Jetzt komme ich nicht mehr in die Kugel, ne? Ah, doch. Ich schmeiß den Kugel-Dings auch mal wieder dahin. Ich wollte. Alter, das wäre gerade echt mega kacke gewesen, wenn ich das, den Hasen abgetroffen hätte. Okay, hat Glück gehabt. ich meine natürlich, das war natürlich, ich wollte nichts machen, natürlich, hallo. Sir, mir ist bewusst, dass die letzten Jahre für Sie mehr als schwierig waren. Wir alle vermissen Emilia sehr. Dennoch beunruhigt es mich, dass Lara langsam selbst das Wenige vergisst, was sie über ihre Mutter weiß. Das ist einfach schrecklich. Ich weiß, es steht mir nicht zu, Sie zu bedrängen, aber haben Sie noch einmal darüber nachgedacht, ob Sie nicht doch mit ihr über Emilia sprechen wollen?
Ich bin davon überzeugt, dass es ihnen helfen würde, über ihren entsetzlichen Kummer hinwegzukommen. Außerdem kämen sie sich dadurch näher. Ich laufe mal hier so durch, ne? Vielleicht findet man ja noch was. Irgendwas oder so, keine Ahnung. Ich will halt alles sammeln. Alles. Das ist halt eine einmalige Gelegenheit, sich Croft Manor mal richtig geil anzuschauen. Na, vor allem hier Wein, ne? Gönn dir mal einen Schluck. Vor allem, das ist dasselbe Wein wie in dem mexikanischen Dorf. Hä? Okay, das, ja, es ist, ja, ich verstehe. Hier ist ein geheimes Fenster. Oh, da ist noch so ein Tunnel. Hier könnte noch so ein Bild drin sein. Nee, aber was anderes. Wieder ein Brief. Ich habe viel darüber nachgedacht und bin weiterhin fest entschlossen, Lara diesen entsetzlichen Kummer, wie sie es nennt, zu ersparen. Ständig an ihre Mutter zu denken, wäre für sie nur noch schmerzhafter. Es ist besser für sie, einfach nur ein Kind zu sein, ohne sich mit derart trüben Gedanken zu belasten. Sollten sie in dieser Angelegenheit weiter gegen mich arbeiten, werde ich nicht zögern, ihre Anstellung auf Croft Manor zu beenden. Warum weiß ich, dass das Croft Manor ist? Na, ich glaube, das weiß man, wenn man die ersten Teile gespielt hat und aus den 2 oder 3 Filmen? Auf jeden Fall in einem Film von, also Lara Croft Film, auch sehr geil. Kann man sich ruhig mal gönnen. Wird auf jeden Fall, da sieht man die Croft Manor auch. Also wo sie dann hier als Erwachsene wohl ist, ne? So. Wir müssen ja irgendwie weiter, ne? Wo müssen wir denn eigentlich hin? Ach so, hier. Und jetzt zum wahren Schatz im verbotenen Grab. Unsere Heldin muss aufpassen, damit der König nichts merkt. Was hat Lara mit der ganzen Sache zu tun? Sie macht in ihrem Zimmer Hausaufgaben. Sie hat nicht viel Zeit. Aber er hat sich schon bemerkt, ne? Was hat Lara mit der Sache zu tun? Die Königswache erwartet nicht, dass Croft die Burg erklettert. Das würde ich auch nicht erwarten. What the fuck tust du hier gerade, Lara? Achso, ich muss runterklettern. Noch eins runter? Hallo, noch eins runter. Geht's nicht noch eins runter? Ich kann nicht um die Ecke klettern übrigens. Hallo? Kann ich um die Ecke klettern? Achso, ich muss hier oben. Der Turm der Burg ist höher als erwartet. Ja. Oh Gott. Unsere Heldin klettert weiter und sucht einen Zugang. Unsere Heldin erspäht noch einen Zugang. Ach du Scheiße. Lara, was du am Tun sein? Hey, du kleine Krähe. Psst, geh weg. Als ob die da so lange sitzen bleiben, ne? Alter, was? Die kleine Lara stellt sich der enormen Höhe und der Gefahr und denkt nicht mehr daran. Nichts passiert. Überhaupt nichts passiert.
Alles top. Fast geschafft. Alles super hier. Ich lebe noch so halbwegs. Alter. Sie findet wieder Halt und ihr Ziel. Und nun auf zum verbotenen Grab. Die Brüstung ist beschädigt. Sie muss sich durchquetschen. Durchquetschen. Wie cool das einfach nur ist hier. Wie cool das einfach nur hier ist. Sie ist ganz nah, kann es fast berühren. Aber da ist ein unsichtbares Kraftfeld. Es muss einen anderen Weg geben. Ja, unsichtbares Kraftfeld. Man nennt es auch Glas. What unsere the... Unsere furchtlose Abenteurerin ist auf dem Gipfel. What the fuck? Also seht ihr mal, wie riesig Croft Manor hier ist, bitte. Okay, hier sind die Kamine. Ah. Alles, was hier übrigens so blau, so bläulich ist, oder so türkis, grün, wie man auch immer man es nennen möchte, ist Kupfer. Das dürfte Kupfer sein. Alter, wie riesig das einfach nur ist, ne? Da hinten sieht man sogar noch ein zweites Schloss im Hintergrund. Hier müsste man übrigens Hashtag Praise the Sun, ne? Machen. Okay, man sieht nur ein anderes weiteres Schloss im Hintergrund. Aber warum sieht man dieses Schloss? Oh Gott, wenn du da runterfällst, bist du sowas von Bratsche. Aber wir wissen ja, dass das nicht passiert, ne? Weil sie lebt ja in Real Life. Also da, wo wir gerade sind, im Dschungel. Sie sieht unter sich einen Zugang. Sie muss vorsichtig sein. Gott. Warum mache ich immer Dummheiten? Keine Ahnung. Scheiße! Croft kichert über ihre Kühnheit. Sie ist fast da. Jedes normale Kind wäre jetzt schon längst tot. Mindestens jetzt wäre jedes normale Kind einfach tot. Von da oben runterfallen. Selbst diesen kleinen Sturz von dem Fensterladen aus bis hier unten. Lara ist einfach unmenschlich. Also, sie hat einfach ungeahnte Kräfte. Das ist halt crazy. So, hier kann man lauschen, glaube ich. Tun wir das auch mal. Endlich betritt sie das verbotene Grab. Wow. Nein, nicht zu machen, nein! Wie unfair ist das Spiel? Nachts stahl die Fledermaus die Königin bei 30 Nord und 90 Ost. Aus ihrer Feder floss ihr Herz, entlässt die Liebe Licht um Toast. Ob die weiße Königin wohl einsam ist? Ich würde gerne neu laden. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich kann meine Maus übrigens nicht bewegen. Hallo? Hallo? Ah, jetzt. Oh, wie unfair das ist. Mann, ich wollte noch da hinten um die Ecke gehen. Ach, Mann. Der Kopf von König David. Vom Schafhirten zum König, kaum zu fassen. Die Schale des Johannes. Der Apostel erhielt eine Schale mit vergiftetem Wein, aber nach seiner Segnung verwandelte sich das Gift in eine Schlange und er trank den Wein unversehrt. Mann, das nervt mich jetzt so ultra hart einfach nur. Das ist ein altes Spiel. Zwei Schilde, eine weiße Krone. Ist das die weiße Königin? Ja. Ich denke mal, so müssen wir das auch spielen. Ich denke mal, wir müssen ein Real-Life-Schach spielen. Eine Rolle aus Byzanz. Oh. Gerechtigkeit ist das beharrliche Bestreben, dass jedem sein Recht zuteil wird.
Private Collection steht da unten noch. Krass. Das ist ägyptisch. Ein böses Auge. Der Inhalt sollte die Menschen im Jenseits nähren und für sie sorgen. Hm. What the fuck ist das hier für ein Ding eigentlich? Der Sonnenkönig Ludwig XIV. Heiratete Maria Theresa und beendete so den Krieg mit Spanien. Hm. Arme Königin, Maria Theresa starb qualvoll und der König sagte, das ist der erste Ärger, den sie mir bereitet. Hm. Das arme Ding hat durch die Rossstirn bestimmt kaum was gesehen. Okay. Hanisch, Mitte des 14. Jahrhunderts. Germanisch, glaube ich. Unfassbar, wie schwer die Hanische waren. Die armen Pferde. König und weiße Königin. Da ist was in den Schilden. Zwei Spiegel. Ach, Spiegelrätsel. Oh, das lieben wir ja. Ein Zitat von Chaucer. Was ist besser als Weisheit? Frauen. Und was ist besser als eine gute Frau? Nichts. Wow. Okay, damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Ah, ich finde es immer noch scheiße, dass wir nicht durch die Tür konnten. Aber egal. Und wir, ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.